Mein lieber Steinbock, das ist die allgemeine Monatsprognose für Dezember 2020. Wir haben schon am 1. des Monats Merkur in Schütze eingetreten. Bis zum 21. Monatstag wirst du dir viele Dinge vornehmen und es kann sein, dass du nicht weißt, wo du anfangen solltest. Es wäre sinnvoll, sich Nah- und Zwischenziele für ein großes Hauptziel zu setzen. Es ist gut, dass du dich organisierst und dass du genau bestimmst, was du zu tun hast am Monatsanfang. Ansonsten würde man viele Dinge übersehen, wenn man nicht in die Details geht. Wir haben dann zwischen 2. und 6. des Monats Venus Trigon Neptun und das heißt, im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen besteht es eine Tendenz zu Übertreibung und Prahlerei. Man darf sich nicht von Menschen ausnutzen lassen, die die eigene Gutwilligkeit und Hilfsbereitschaft nicht schätzen. Positiv betrachtet, mein lieber Steinbock, kann man romantische Stunden mit einem geliebten Menschen verbringen. Wir haben zwischen 7. und 9. Dezember Sonne Quadrat Neptun. An diesen Tagen könntest du überempfindlicher als sonst reagieren. Deine körperlichen und geistigen Kräfte können nachlassen. Man sollte sich mehr Schlaf und Ruhe gönnen. Zwischen 10. und 11. des Monats bilden Sonne und Mars einen Trigon. Man wird es schwer haben, sich mit den herrschenden Umständen harmonisch zu arrangieren. Wahrscheinlich wird man mehr Kraft in eine Sache investieren als gedacht. Du oder eine andere Person wird nicht aufgeben und um jeden Preis sich durchsetzen wollen. Zwischen 12. und 13. Dezember haben wir Merkur Quadrat Neptun und das heißt, Autofahren, Reisen sowie körperliche Überanstrengung sollen unbedingt vermieden werden. Das Unfallrisiko steigt bei den meisten Steinböcken an. Wir haben dann am 14. des Monats einen Neumond und eine Sonnenfinsternis in Schütze. Eine neue Ausbildung, Studium oder Fortbildung im Ausland kann je nach Geburtshoroskop mehr oder weniger erforderlich sein. Wir haben auch am gleichen Tag Saturn in Wassermann eingetreten und er wird bis März 2023 in dem Zeichen bleiben. Das heißt, bis dahin richtet sich deine Aufmerksamkeit und Bemühungen auf die Erzeugung und Sicherung deiner Lebensgrundlage. Dieser wird je nach Geburtshoroskop mehr oder weniger in den kommenden Jahren gefährdet sein. Dies betrifft insbesondere Themen wie Geld, Familie und Besitz. Natürlich muss man hier auch das Geburtshoroskop analysieren. Wir haben am 15. Venus in Schütze eingetreten und das heißt bis Anfang 2021, bis Januar nächstes Jahres haben wir einen Aspekt. Damit wirst du mit Hilfe eines Menschen ein wichtiges Kapitel in deinem Leben beenden oder ein neues Kapitel starten. Wir haben am 17. und bis 19. des Monats Saturn und Jupiter beide in Wassermann und das heißt langfristig gesehen hängt deine finanzielle Stabilität davon ab, ob du von deinen kreativen Talenten Gebrauch machen kannst. Am 20. und bis 21. machen Jupiter und Saturn eine Konjunktion in Wassermann. Dein Glück im Gelddingen bedarf eine berufliche Neuorientierung, mein lieber Steinbock. Und diese neue Orientierung beinhaltet bestimmte Unsicherheiten. Deswegen solltest du genau bestimmen, wie du dich am besten beruflich jetzt im kommenden Jahr entfalten kannst. Denn wir haben viel Neues und dementsprechend solltest du jegliche Verhältnisse klären. Zwischen 22. und 23. des Monats haben wir Mars Quadrat Pluto. Dieser Aspekt führt häufig zu Missverständnissen und Spannungen zwischen Menschen. Respekt und Toleranz sind dementsprechend empfehlenswert. Zwischen 24. und 28. bilden Merkur und Uranus einen Trigon.
Manchmal sollte man sich nicht alleine auf sein Bauchgefühl verlassen. Eine faktenbezogene Bewertung von Menschen und Situationen wäre erforderlich. Und dann am Ende des Jahres, zwischen 30. und 31. haben wir einen Vollmond in Krebs. Es kann eine Herausforderung sein, mit anderen Menschen zu arbeiten. Man soll lernen, zuzuhören, anstatt voreilige Schlüsse zu ziehen. Mein lieber Steinbock, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit dem allgemeinen Prognose für Dezember 2020. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr 2021. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.